Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz und ja, ihr lest richtig mit einer neuen Folge Flohmarkt-Schnäppchen. Es ist wieder Flohmarkt, ja, bei uns seit heute. Ich habe zufällig heute früh im Internet geguckt, weil ich so das innere Gefühl hatte, ja, da lachen mich immer die Leute aus, wenn ich sage, schürf mein inneres Gefühl. Da stand es als Veranstaltung drin in der Übersicht und da habe ich mir gedacht, ne, gehst nie. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, was machst du, wenn nie ist? Dann wäre ich spazieren gegangen, ist schönes Wetter, wäre ich an der Elbe dann weitergelaufen bis nach Pilnitz, herrlich, und dann mit dem Bus zurück. Aber meine Lieben, es ist Flohmarkt. Der war gut besucht, ja, die Leute freuen sich alle, die meisten wussten auch nie, die sind auch bloß auf gut Glück, ja, also auch durch Zufall gefunden, weil Werbung so groß gab es dafür nie und soll ab heute also dann wieder regelmäßig stattfinden, stand zumindest dort auf die ganzen Plakate, ohne Schnuffi, 1,5 Meter Abstand soll ja sein, aber im Gewühl und Gedränge. Ich habe mich erst mal bei meinem Stammplattenhändler, der kommt gleich vor, wir haben uns erstmal kräftig umarmt. Ja, ich weiß, wir bösen Corona-Leugner, wir sind ja ganz schlimmes Volk und so. Ja, aber die meisten Leute nehmen das, glaube ich, also ziemlich locker dort. Also das ist, also ich habe da keinen irgendwie, sind vereinzelt mit dem Schnuffi-Fix rumgerannt, aber ja, also die Leute sind wieder froh, dass es losgeht. Ja, die Händler, klar, und ihn wieder schnüffeln, in die Kisten graben und feilschen und machen und Schwätzchen halten und... Ja, meine Lieben, da wollen wir nicht lange drum rumreden. Oh Gott, ich habe hier wieder eine kleine Tüte voll, habe ich hier wieder mitgebracht heute. Ich wollte nie viel holen. Ne? Wieder eine kleine Tüte voll. So, falls man das Logo sieht, wie gesagt, für alle Neuen, ich bekomme nichts von der Firma. Ich nehme nur die Beutel, weil die halten. So wiederverwendbar nicht, wegen Klima und was ihr nicht alles immer habt. Der Umwelt zuliebe. Ja, meine Lieben, da fangen wir auch an. Es wird heute, denke ich, ein bisschen durcheinander, aber ich fange jetzt an, wir fangen mit den Schallplatten an. Fangen wir an. So, hier ist noch die andere Tüte. Ja, die andere Tüte. Der Schnuffi-Fix. So. Ja, meine Lieben, fangen wir an. Habe ich bei meinem Stammhändler gekriegt. Ah nee, die sind nie von meinem Stammhändler. Die habe ich so gewühlt. Agnetha Felskog. Nicht aber Sängerin. Die Solo-Nummer Polydor. Super Zustand von meinem Stiefel 1983, die 82. Oh, ich kann es gar nicht richtig lesen. Ja, wir haben doch hier das Sichtungsgerät. Seit der Spinner ganz aufgereicht bin ich noch. 1983. Super Zustand mitgenommen. So, dann habe ich gekriegt. Guten Abend, Caroline. Theo Schumann Combo, DDR. Gab es auch gerade für super Zustand. Dann Andreas Holm, Schlagersänger, nicht auch die Habscher aber auch noch nie. Gut, die geht ja ein bisschen auseinander. Geht soweit vom Zustand und für das Dünne nicht immer 2 Euro. Ja, dann habe ich gekriegt Emerson, Lake und Palmer als Amiga-Pressung. Dann habe ich ein bisschen mehr bezahlt, aber die ist auch noch soweit super Zustand. Allerdings ist das wieder von dem. Nee, hier ist es mal nicht bestempelt, das Logo. Das Label. Hier ist nur kleines Beschriftung, aber ansonsten. Amiga, weinrotes Label noch, ein bisschen vergilbt am Rand, aber ansonsten sieht sie ganz gut aus. Mit denen habe ich dann noch geholt Berlug, die Rocker von der Küste, die habe ich zwar selber schon, aber meine ist nicht so gut. Allerdings ist hier wieder das Problem, ich habe wieder Stempelei auf dem Label, das ist ganz schlecht. Auf der Hülle diesmal, nie wie es aussieht. Oh ja, hier unten, ach, unbeschriftet. Ach, sie misst sowas eigentlich. Eigentlich ist Mist. Oh Gott, mir ist warm. Ich bin so aufgeregt. Ich kann auch hier kein Fenster aufmachen. Uns ist heute ziemlich warm. Ja, dann habe ich geholt Chris Norman. Kann man ja machen, was man will. UB40, Labor of Love 2. Auch guter Zustand. Schöne Innenhülle noch hier. Das ist schon 3 Euro, habe ich die gekriegt. Für 3 Geld. Dann hab ich was gehört. Leute, Lenin auf einer russischen Platte. Aber der spricht, glaube ich, Russisch. Aber das habe ich mir einfach gegönnt, weil ich denke, historisch wertvoll, auch wenn man kein Kommunist ist. Ja, aber einfach, ich denke, sowas kommt nie wieder. Hier mit schönem Beilageheftel, alles so. Das ist noch super Zustand. Leider ist die Hülle eben nicht mehr so toll. Ja, da haben wir lange gefeilscht, da haben wir uns eine 5 Euro geeinigt und da habe ich gesagt, naja gut, für das, wer weiß, entweder ich behalte sie selber oder ich gucke mal, ob es jemanden gibt, der sie haben will. Melodia, und so noch einwandfrei, ne? Die hat bestimmt auch kaum einer gehört. Die hat bestimmt kaum einer gehört.
Die musste ich einfach. Ach so, das ist blöd, das kann man wieder ein bisschen verleimen, oder? Ja, das kann man wieder ein bisschen verleimen. Dann geht das, glaube ich, wieder. Ja. Da musste ich. Ich gesehen, da mussten die Leute umschmunzeln, als ich die da ausgegraben habe und gesagt habe. Lenin. Ah, so, was hab ich hier? Na, hier hab ich schon ein paar Singles. Ein paar Singles, bevor man dann zu. Oh, jetzt hab ich ja schon vorgespoilert. Oh Gott, Leute, mir ist wirklich warm. Ich muss hier immer mal mit dem Tupftuch. Ja, ist extra weißes T-Shirt, das sieht man nicht so, wenn man schwitzt. Ja, jetzt habe ich geholt, aber. Zwar als ungarische Pressung eine Single, die denke ich mehr von Wiederverkauf, geht so halbwegs, muss sauber machen. Für richtig eingefleischt, ich höre ja aber auch gerne, aber so Fenu, dass ich nur von allen das dann haben muss, das bin ich ja auch nie. Vicky Leandros, die kann man noch ganz gut verklingen. Hab ich gerade bei eBay drin stehen, die kann man auch für einen Euro mehr. Und natürlich die Beatles auf Amiga, ja, zwar schön mit Rand, also die kriegt man ja auch. Da muss ich gucken, wie meine ist und meine Hülle ist. Die hat zwar auch hier ein bisschen und so, ist klar, über die Jahre, aber da kann man auch zwischen 20 und 40 Euro. Man soll es nicht loben. Ja. Ist ja schon gesehen, für 50 weggegangen, da war natürlich kein Klebeband, ne? Die war natürlich in einwandfreiem Zustand. Und da habe ich mir gedacht, für nicht einmal 2 Euro hat er mir die gegeben. Nimm's einfach mit und guckst, was passiert. Ja. So, mein Lieben, dann war ich, wie gesagt, bei meinem Stammplattenhändler. Da habe ich heute was ganz Schönes gekriegt. Holger Biege, das eigene Gesicht. Und zwar ist das die einzige Westplatte, die er gemacht hat, worüber ist. Und die ist auch nicht allzu oft. Ja, und die ist auch, soll in einem sehr guten Zustand sein. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Oh, da habe ich heute gesagt, die nehme ich sofort, egal was er kostet, weil hier Rohr und Verhandlungssache. Ja, einigt haben wir uns dann 40 Euro. Ich wollte 70 geben, also bis 100 hätte ich ausgegeben. Von 1984 ist die Deutsche Grammophongesellschaft Polydor. Ich hätte ihn ja, und da hat er, hab ich dann 70 geboten und da hat er gesagt, es wäre zu teuer. Und da haben wir dann wegen des Corona-Rabatt nur noch so lange nie verkauft und so. Hat er die also, wir gucken gleich mal rein. Oh, oh, ja, oh Gott, was ist denn hier noch drin? Holger Biege, ach hier ist noch was. Über den Herrn Biege drin. 1952 im September in Greifswald als zweites Kind des Geologen, nee, des Biologen, der Gerhard Biege, und der Lehrer geboren. Ach, der Lebenslauf noch. Ja, mal was Interessantes. Hier noch schön. Schön, die Inhülle sieht wirklich noch gut aus. Jetzt gucken wir gleich mal das Vinyl. Ich habe gar nicht geguckt, weil eigentlich bin ich ja bei ihm immer gut gefahren. Oh ja, oh ja. Wie aus dem Laden. Wie aus dem Laden, herrlich. Da hab ich mich so gefreut heute, das ist wirklich spitze. Absolut spitze. Aber schon die 2 DDR-Platten, weil das wirklich, das lohnt sich der Mann. Der macht wirklich gute Texte oder hat gemacht. Leider ist er ja schon von uns gegangen. Und ja, freue ich mich absolut. Absolute Freude. Krieg's gerade wieder rein hier. Komm. Oh, herrlich, herrlich. Stell's gleich mal hier hin, jetzt muss ich drauf knietüten. Dann ist er noch, um Gottes Willen. Och, sag mal, mir läuft heute wirklich die Suppe. Dann ist schon eine Kinderplatte, DDR Reinhard Lacomi. Geschichtenlieder, der Wolkenstein, die habe ich nämlich auch noch nie gehabt und die ist auch nie allzu oft. Wann ist die überhaupt rausgekommen? Ah, deswegen 1989, also im Wendejahr sozusagen, im Mauerfallsjahr ist es rausgekommen. Ja, die sind auch immer noch selten und da hat man dann auch nicht mehr so geguckt. Und die ist wirklich noch im sehr guten Zustand, also Hülle zumindest und die Platte. Oh ja, auch Turbo. Müsste ich allerdings nur ein 30 hinlegen, also 30 Euro bringt das auch noch, die Kinderplatten. Gerade wenn sie dann immer seltener werden, wie gesagt, Traumzauberbaum geht immer noch schlagartig. Für Turbo Geld haben wir auch verhandelt, eisern verhandelt. Eisern verhandelt. Der Wolkenstein, schön.
Müsste ich ja bald alle haben. Ich dachte, ich hätte schon alle von mir, aber nee. So, und dann habe ich gekriegt, meine Lieben, Unheilig große Freiheit als Doppelvinyl. Noch verschweißt aus dem Jahre. Gucken wir mal, wenn ich, ja. 2015. Vertigo Capitol. Die wird wahrscheinlich so verschweißt, wie sie ist, wird die wandern in den Plattenschrank. Ich glaube, die werde ich gar nicht anhören. Ich weiß es noch nicht. Streng limitiert, du. Durchsichtiges und rote Doppelvinyl. Ich kaufe sonst eigentlich keine kolorierten Platten, aber hier konnte ich nie widerstehen. Die hatte ich schon ein paar Mal in der Hand immer wieder und immer wieder habe ich sie weggelegt. Und nun war ja dann lange nichts, ne, wo ich sie kaufen wollte. Die haben auch ein bisschen eisern verhandelt, da wollte er erst 100er sehen und da haben wir dann 70 gemacht. Ich weiß, du, da können wir gleich das erste Mal wieder Flohmarkt und da waren wir schon am ersten Stand gleich 140 Euro los. Ah ne, der erste Stand, da war da, kommen wir ja noch dazu, das war ein Film, aber am ersten Plattenstand, sagen wir mal so, 140 Euro für die drei Platten. Aber für mich schön, die größte Freude, ja, es ist wirklich für mich schöne Sachen. Kann ja jeder machen, denken, wie er will, für mich sind das schöne Sachen. Ja, meine Lieben, so, kommen wir zum nächsten Tüte. Achso, dann hat er mir noch dazugegeben, weil ich lange nicht da war, du eine Schallplattenarmbanduhr. Ist es nicht hübsch? Ja, meine Lieben, jetzt habe ich hier ein bisschen ein Durcheinander. Ich habe hier Filme. Wir tun erstmal alle Filme. Ich grab mal noch die Filme. Erstmal die Filme. Das andere machen wir dann. Das Bessere kommt zum Schluss dann. So, zwar habe ich wieder DVDs schnüffeln, Spaceys, Gold Edition, noch in der Papphülle, die muss ich glaube ich ein bisschen kleben wieder hier, die muss ich ein bisschen zukleben eben wieder, aber ansonsten geht sie noch. Sonst noch Turbo Zustand, alles drin, für 1 Euro, wie gesagt, DVDs kosten ja meistens, oder viele, 1 Euro. Spaceys, der erste Teil, Gold Edition, wie gesagt, das Leimische wieder und alles gut. So. Dann habe ich gekriegt Halloween 2 auch im Pappschuber. Ein Director's Cut FSK 18, was der blutigste von allen. Von wann war der eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr, seit er. Michael Myers. Ja, oh, Doppelvinyl. Alles noch 1A Zustand. So, dann hatte ich shoppen, weil, da muss ich dazu sagen, weil ich mit den Filmen gehört habe, das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarung sei. Der war auch nicht ganz schlecht, das ist ein bisschen schön sarkastisch, ungewöhnlich witzig und romantisch. Wenn Sie mal wieder so richtig ablachen wollen, ist dieser Film genau das Richtige für Sie. Charlie kommt durch Zufall was an den Ferrari seines Verlegers. Ja, der war nämlich nicht schlecht. Und da hat er gesagt, das wäre so ähnlich. Und da hat er mir die 1 Euro dann mitgegeben. Eine kleine Sensation, so unglaublich waren. Echt intelligent, amüsant. 9 Frauen, 9 Männer, was? 9 Frauen, 9 Männer, ein Ziel. 18 paarungswillige Großstadt-Singles suchen beim Speed-Dating den passenden Partner. Na, da bin ich mal gespannt. Da hat er mich gesagt, na gut, nehme ich sie eben mal mit. Ja, dann hab ich hier Hobbit, eine unerwartete Reise. Hier ist irgendeine Code drin. Na ja, gut. Ach so, zur digitalen Sammlung hinzufügen. Nee. So. Ja, was haben wir denn hier? Achso, Der letzte Kaiser. Der habe ich auch bekannt, der Film. War auch wunderschön. Fast 2 Stunden. Ne, 160 Minuten. 3 Stunden geht er fast. 3 Stunden, 157 Minuten Laufzeit. Auch. Zwar kein, weiß nicht, ob es eine Einlage dazu gab, aber. Ja, dann habe ich hier VHS-Kassetten. Die Götter müssen verrückt sein. Das ist allerdings der zweite Teil. Der heiße Spaß, der aus der Wüste kommt. Ja, wartet mal, ich muss bloß mal gucken, jetzt mal genau, nicht, dass wir durcheinander bringen. In der Wüste herrscht wieder das Chaos nach. Die Götter müssen verrückt sein, kommt auch wieder in dieser neuen Folge. Der Buschmann Xixo auf seine Kosten. Auf der Suche nach seinen Kindern, die sich was neugierigerweise mit Elfenbein Schmugglern eingelassen haben, wird er Zeuge gottverrückter Ereignisse. Zum Beispiel die New Yorker Anwältin Ann Taylor, die nach einem Flugzeugabsturz mit ihrem Begleiter ja die Eigenarten der Kalahari kennenlernte, oder die beiden
Soldaten, die sich gegenseitig abwechseln, als Geisel nehmen. Also der erste Teil war wirklich schon gut, den zweiten, das kannte ich noch gar nicht. Das als VHS allerdings, aber naja, mein Gott, hab ja Videorekorder, so ist es nie. Ja, dann hab ich geholt die Goldene Gans als Märchenklassiker, VHS. Sieht man überhaupt noch was? Ich muss mal ein bisschen gucken. Hier haben wir noch Platz, hier haben wir noch Platz. Hier haben wir der Schnüffelfickel liegt. Können wir heute viel nach darüber legen, noch darüber legen. Ja, dann habe ich mitgenommen das Leben der anderen. Das ist also, wie die Stasi-Leute abgehört hat und so. Der Film ist wirklich sehr gut, den kann man sich wirklich angucken. Ostberlin, November 1984. Der DDR-Staat sichert seinen Machtanspruch mit einem erbarmungslosen System aus Kontrolle, nicht? Den Film habe ich damals, den habe ich schon mal im Kino gesehen, der war wirklich nicht schlecht. Trifft so ungefähr, wie es wirklich zugegangen ist. Wie gesagt, nicht so wie heute, wo man dann weiß, wann man überwacht wird, sondern damals wusstest du nie, wann. Erst, wenn zugeschlagen hat. So, jetzt muss ich mal gucken. Schöne Filme. Oh ja, jetzt kommen wir ja. Jetzt kommen wir. Ach, nur zum ganzen Haufen. Und zwar gleich am ersten Stand. Märchenfilme, die Schneekönigin. Hab ich gleich zugeschlagen, DVDs. Das Märchen vom Zorn. Saltan, oh, die russischen Märchen, nicht, sind ja immer sehr schön. Dann Feuerwasser und Posaunen, der Klassiker schlechthin, nicht? Der Klassiker schlechthin. Eure Wässrigkeit. Die Prinzessin auf der Erbse, Prinzessin gesucht. Hier auch alle, die sind wirklich. Dann die Märchenklassiker in der Pappbox, DV-Klassiker, Zwergnase. Weil ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die dann alle schon hatte. Ich stand dann vor dem Stapel und wusste nie. Aber zu Weihnachten kriegt man die alle mal wieder los. Das ist nicht das Problem. Auch DDR-Archiv. Eben in der Pappbox habe ich natürlich die genommen. Und bei den russischen, da gab es das nicht so. Ja, Abenteuer im Zauberwald ist ein russisches Märchen. Die sind im Schönen. Das sind ja die alten, ohne dass da irgendwelcher Sinn verdreht wurde. Jorinde und Joringel. So, und dann habe ich noch gekriegt Spuk im Hochhaus. Ja, alle 7 Folgen auf 2 DVDs. Das ist eine DDR-Serie, die ist wirklich auch ganz gut gemacht. Die haben wir ja schon als früher gesehen. Also kannst du immer wieder gucken. Das ist so was Zeitloses, was man mitnimmt. Und da habe ich sie jetzt. Ja. Ja, meine Lieben, wie viel Platz haben wir denn hier eigentlich noch? Machen wir hier noch was zum Hinlegen? Ja. Gut, da gehen wir mal weiter in der Tüte, meine Lieben. Da kommen wir jetzt. Spiele habe ich geholt. Spiele. Und zwar habe ich hier dreimal Bocke. Ne, Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Joey the Bryson. Ne, The Passion. Ob das was ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, hier sind noch Yu-Gi-Oh! Kartenringe, du. Card Game, offizielles Regelbuch. Gehört das hier dazu? Hä? Hier sind noch ein paar Karten drin. Oh, die sind noch 1A. Windsturm. Antimagischer Duft, du 1000 Messer. Rotäugischer. Wirklich nicht geknickt. Nichts. Die Beilagen noch drin. Noch eine Karte drin. Du weißt nicht, ob die eben hier dazugehören. Oder ob das extra ist, so, das werden wir rausfinden. Ob die jetzt was bringen im Wiederverkauf, habe ich keine Ahnung. Aber ich denke, für einen Euro kann man nichts falsch machen. Yu-Gi-Oh! Die ist auch noch so weit. Ein bisschen putzen hier und dann. Komm schon, nehm es überall. Da waren ja meine Kinder immer verrückt auf diese Yu-Gi-Oh! Karten. Da hab ich dann noch Yu-Gi-Oh! Power of Core Yu-Gi! The Destiny. Hier ist auch noch ein kleines Büchel drin und auch hier. Und der dritte. Was? Yu-Gi! Kaiba The Revenge oder so. Oder Kaiba The Revenge. Auch das Heftel noch dabei. Schön. Nehme ich schon wieder von Euro. Wenn sie nicht springen, naja, mein Gott, da landen sie bei mir im Regal oder irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, dann habe ich gekriegt Crysis. Games for Windows. Für. Oh Gott, was ist denn hier noch alles drin? Ach, die liebe Güte. Was ist denn hier noch drin? Selbstgebrannte Idee. Was haben wir hier noch? Schneewittchen, Movie. Snoop Dogg. Aha. Und was ist das? 100 besten Gratis-Spiele. Was ist denn hier? Gina Wild, Best of Musik. Oder? Ja, CD.
Computerbildspiele, die 100 besten Gratisspiele. Na, sowas. Siehst du, die hab ich nämlich gar nicht reingeguckt. Was man nicht so alles mitkriegt, die. Top-Zustand, keine Ahnung, ob die noch gehen, ob es was ist, ob es, weiß ich auch nicht. Schlüsselnummer ist hier, ich weiß gar nicht, ob man verdient schon Steam, also Games for Windows. Nö. Steam braucht, ich glaube, das sind aber, oh Gott, muss ich mal sauber machen. Ja, Gott, die Traumkopien wieder, ja. Mensch, was man hier alles angedreht kriegt. Dann hab ich mir geholt, für mich natürlich Burnout 3 Takedown, weil ich bin ja, ne, wie gesagt, Rennspiel-Fan. Für die PS2 auch noch so weit gut, so ein bisschen geknietscht hier, aber sieht soweit noch ganz gut aus. Und die auch. Naja, 3 Euro hab ich bezahlt. 3 Geld. So, dann haben wir schon noch für die PS2 Resident Evil 4. Wusste ich gar nicht, dass es das für die PS2 gibt. Für die PS4 habe ich es ja jetzt. Oder jetzt schon eine ganze Weile. Und da dachte ich mir, nimm's mal mit. Ist auch noch alles drin hier, wunderschön. Sieht auch noch gut aus. Jetzt geht auch noch. Hab schon allerdings ein bisschen mehr gelegt. 3 Euro. Wir haben gar keinen Platz mehr. Hier haben wir noch, guck hier eine Ecke. Hier haben wir noch eine Ecke. Ja, dann habe ich geholt, ja, das habe ich ja noch nie für die PSP. Hier nochmal Yu-Gi-Oh! GX Deck Force. Ob man die wieder, da habe ich ein bisschen mit Wiederverkauf geäugelt, weil es ist noch alles drin, die sieht ja noch gut aus. Und habe ich mir gedacht, nimmst du mal mit und mal gucken, einfach mal, das stach mir so ins Auge. Kann natürlich sein, dass wieder nichts ist, aber... Und dann habe ich gekriegt für die PlayStation 1. SpongeBob Schwammkopf. Super Sponge, du, super Sponge. Die sieht allerdings schon ein bisschen ramponiert aus. Gut, die Hülle geht, lässt nur leichte Kratzer. Ganze so auch noch, aber eben hier leider das Heftel zerknietscht hier. Eingerissen. Eingerissen. Nee. Mal gucken, entweder verklingel ich sie wieder oder ich behalte sie mir jetzt. Jo, muss da mal in Ruhe machen. Gut, das ist bloß eigentlich ein bisschen wellig. Ansonsten ist es ja noch super Zustand hier, so sonst noch. Ja. Die CD auch. Das ist okay, Kratzer drauf. Aber ich denke mal, die werde ich wahrscheinlich wieder selber behalten. SpongeBob. Ja, meine Lieben, das war der Wurst. Jetzt ist die Tüte leer. Hab ich also wieder nach langer Zeit wieder Flohmarkt, wieder viel Geld ausgegeben heute. Aber wir haben ja lange nichts, haben wir ja gespart jetzt die anderen Monate. Aber ob ich das nur, wie gesagt, wieder jede Woche mache, weil man sieht ja, das ist... Und ich kann immer nicht drum rumgehen, gerade bei Schallplatten dann nie und da nie und dort nie und da hast du das und das. Ja, ne, da haben wir ja auch schon wieder eine ganze Weile jetzt schon wieder zu tun. Ja, meine Lieben, da wollen wir mal gucken, ob das mit den Flohmärkten so bleibt. Wie gesagt, vielleicht eh mal im Monat werde ich vielleicht gehen. Mal gucken. Ich mache das immer, wie gesagt, nach innerem Gefühl. Ja, wenn ich wieder Lust habe, gehe ich wieder. Und wenn nicht, weil jetzt haben wir ja wieder erstmal Zeug. Und wie gesagt, ich habe auch noch vieles da, was einfach auch nicht verkauft wurde. Ja, was ich nicht brauche, was ich dann doch doppelt hatte. Oder was mir dann eh nicht gefallen hat. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ja, wenn man eine Platte höre, die gefällt mir nicht, tue ich sie nicht in die Sammlung. Weil, wenn ich sie nie wieder höre und dann für mich, da verkaufe ich sie lieber wieder. Aber... Man muss erst mal eben, wie gesagt, wieder Käufer finden und zurzeit stockt es etwas. Es stockt, es ist aber schön, wenn man wie sowas hat, ja, aber es muss ja auch jeder kaufen, ne? Sonst nützt eh das gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, meine Lieben, das ist das wieder gewesen sein. Wie gesagt, reichlich Auswahl, reichlich. War wieder schön, mal einfach wieder graben zu gehen, rauszugehen. Das Wetter war wunderschön. Barfuß bin ich auch gelaufen. Hab bloß die Schuhe oder Straßenmann mit, weil man weiß nicht, wie die Leute reagieren. Obwohl jetzt gestern war ich beim Bäcker Schnuffi fix, aber barfuß, hat auch keiner was gesagt. Aber man muss ja nicht provozieren. Ja, schön barfuß gelaufen, herrlich. Sonne schien. Und die Ausbeute ist auch wieder reichlich. Ja, meine Lieben, da hoffe ich, dass es euch wieder ein bisschen gefallen hat. Ich freue mich wie immer, nette, konstruktive Kommentare, Däumchen nach oben. Den einen oder anderen Abonnenten nicht, und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, dann macht die Glocke an, meine Lieben. Da danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.